Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Let's Show FIFA Ultimate Team. Es ist soweit, der Moment der Wahrheit ist eingetreten, ihr seht es schon oben rechts. Ich habe Ribéry erfolgreich verkauft und habe jetzt 1.399.993 Münzen. Und ich habe mir überlegt, also erstmal, ich bin überglücklich, ja? Ist ja, denke ich, klar. So, und ich habe mir jetzt überlegt, was mache ich damit? Ich habe mir so einige Spieler rausgesucht, die ich mir davon vielleicht kaufen will. Und ich habe mir sofort vorgenommen, ich will nicht mir so einen Spieler kaufen, also dass ich mir einen Spieler kaufe und alles ist weg, sondern ich will, dass auch ein bisschen was übrig bleibt davon, dass ich dann in Zukunft keine Geldprobleme mehr haben werde, ja? So dass ich eventuell auch mal zuschlagen kann und auch mal so Pack-Openings machen kann und mir auch keine FIFA-Points mehr kaufen muss. So, was habe ich mir überlegt? Was hole ich mir? Ich habe mir übrigens schon einen geholt, also ursprünglich waren es mehr. Ich habe Ribéry für 1.500.000 verkauft und für 62.000 oder so habe ich mir jetzt schon Jack Wilshere in Form gekauft. Also den habe ich jetzt quasi ausgetauscht gegen die normalen, der ist schon um einiges besser. Bringt auf jeden Fall viel mehr Tempo, ist auch besser, wenn auch immer noch nicht so gut. Aber trotzdem, Jack Wilshere habe ich mir schon mal gekauft, der Rest ist so geblieben. So, und jetzt erkläre ich euch, was ich vorhatte, beziehungsweise immer noch habe. Ich würde euch ja gerne um eure Meinung fragen, aber ich mache das nicht, weil ich es einfach kaum noch erwarten kann. Könnt ihr euch vielleicht denken. So, erstmal ganz wichtig, ein Torwart. Und da habe ich mir überlegt, ich hole mir Loris, Hugo Loris, der französische Nationaltorwart, weil es der beste Premier League-Torwart bei FIFA ist. Hier gibt es ihn zum Beispiel für 100.000. Ich gehe da einfach mal so ein bisschen durch. Hier habe ich ihn sogar in meiner Formation. War der auch in meiner Formation? Ne, war er nicht. 4-3-1-2. Und schaut mal, wenn man ihn mit Hart vergleicht, ist er auf jeden Fall besser. Und der Gesamtwert ist auch besser von Tottenham. Hier 85, ist eigentlich ganz gut, 85.000. Das hier ist schon deutlich teurer. Ist aber auch die beliebte 4-1-2-1-2-Formation. Wisst ihr was, ich mach's anders. Ich filter mal auf Tottenham, weil sonst haben wir hier wieder viel zu viele Leute, die wir nicht haben wollen. Habe ich es jetzt gerade übersehen oder was? Ach, Spurs. Ich habe die ganze Zeit nach Tottenham geguckt. So. 100.000, 85.000. Ja, 85.000 ist eigentlich schon nicht schlecht, ne? Vor allem, der ist dann noch gleich in meiner Formation. Hier haben wir noch einen 75er, aber da wird schon mitgeboten. Das heißt, da wird auf jeden Fall noch ein bisschen hochgegangen werden. Ja, ich bin der Meinung, ich sollte hier den 85.000er nehmen, auf jeden Fall. 10 Minuten noch. Ich biete einfach mal. Und dann, so lange, können wir ja schon mal weitermachen. Ich sehe ja dann hoffentlich, wenn ich überboten werde, dann kommt dann hier so eine Nachricht. So, dann Verteidigung. Entschuldigung fürs Räuspern, das kann passieren. Ist einfach so. So, da hatte ich mir von Liverpool mir ausgeguckt. Den besitze ich auch schon, nämlich Daniel Agger in Form. Der ist schon um einiges teurer, aber ich dachte mir, komm, leistest du dir den, ist trotzdem nicht im Vergleich zu dem, was ich habe, nicht so teuer, weil Agger ist halt einfach, keine Ahnung, oh, hier ist er sogar relativ billig, aber eben auch, da wird noch, der Preis wird auf jeden Fall noch hochgehen. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass Skirtel noch dabei ist, aber kein Problem, Nationalität Dänemark und dann haben wir es. So. Dann müsste er, genau. So, was haben wir denn? Hier ist, genau, das ist der, den wir eben hatten. Der ist viel, wieso ist denn der so teuer? Ich meine, ich verstehe es mal nicht, wie Leute den viel teurer machen. Ich meine, wer kauft denn den? So, hier haben wir Sofortkauf 155.000. 149.000 wäre der billigste Sofortkauf, wenn ich das hier so überblicken kann. Ja. Die Frage ist, mache ich Sofortkauf? Oder versuche ich hier mitzubieten? Da würde ich auf jeden Fall bestimmt ein bisschen sparen. Das Problem ist, das dauert eben noch eine Stunde und ich bin ungeduldig. Ich will den eigentlich sofort haben. Hm. Schwierige Entscheidung. Diese Informationen sind eh falsch. Ja, Leute. Weißt du was? Warte mal, da hätte ich jetzt noch 150... Ja, das passt schon. Den nehme ich mir jetzt. 50.000 jetzt ein bisschen rausgeworfen, aber ich weiß nicht, wer weiß, der wäre eh wahrscheinlich hochgegangen. 149.000 ist vielleicht eine ganz gute Wahl. Komm, jetzt zuweisen. Den tauschen wir dann gleich wieder mit dem, den ich bisher hatte.
So. Ich will mir übrigens nicht nur Team of the Week Player holen, ne? Ist schon klar. Aber zu dem Rest kommen wir später. Und ich hab's noch gar nicht gesagt. Wo hab ich ihn denn? Bin ich blöd? Wo ist denn meine aktive Mannschaft? Ach, hier. Können wir kurz vergleichen. Ja, Verteidigungswert ist besser. Tempo ist leicht besser. Passen ist besser. Kopfball ist besser. Ja, ist auf jeden Fall gut. So, der hier kommt dann auf den Tauschstapel. Oh, Loris überboten. Ich wollte nämlich auf jeden Fall noch ein Pack-Opening machen. Mit ein paar Münzen. Vielleicht so 4 Packs oder so. So, hier wurde ich jetzt überboten. Ah, was machen wir denn da? Den will ich eigentlich unbedingt haben. Bis wohin gehen wir denn? Erstmal bis 100.000? Ich denke, bei 100.000, ja. Ja, komm. Wir sehen es ja, wenn ich überboten werde. Das ist sehr gut. Sehr gute Funktion von FIFA. So. Dann. Ach nee. Hier, Verteidigung war ich noch nicht fertig. Rechtsverteidigung auf jeden Fall. Allerdings Brasilien. Und nicht Liverpool, sondern Manchester City. Nämlich Maicon. Der gute alte. Der ist noch teurer als Agger. Na, beziehungsweise eigentlich gleich teuer. 150.000 ist so das Billigste, was ich sehe. Der ist nicht in Form, aber der ist trotzdem gut. Besser als Walker, meiner Meinung nach. Ja, 150.000 bisher das Niedrigste bei Sofortkäufen. Dann würde ich auch sagen, komm, 150.000 Sofortkauf ist eigentlich eine gute Sache. Gibt es denn irgendwo in meiner Formation zufällig für 150.000? Dann würde ich mir die Karte sparen. 4312 irgendwo. Da war eben einer, aber der war halt zu teuer. Hier ist noch einer. Ne, 200.000. Das ist, glaube ich, der, den ich eben hatte. Da war eben noch einer. Bin ich so schnell durchgegangen. 153.000. Ja, die 3.000 würde ich jetzt auch ausgeben. Weil die Formationskarte wäre eh kaum billiger. Und so bin ich jetzt auch nicht, dass ich um jeden Cent bettle. Ja, dann nehmen wir den hier. In Form gibt es den eh nicht. Jetzt kaufen. Ja, machen wir. So, dann ist die Million fast schon wieder weg. Formationskarten mache ich dann später. In die aktive Mannschaft. So, wer kommt weg dafür? Matusch, glaube ich, noch. Sonst Trotmann habe ich reingemacht, weil ich habe mal so ein Turnier gemacht, wo man mindestens 3 verschiedene Ligen haben muss. Da habe ich Premier League, dann hier Union und dann brauche ich noch einen dritten. Habe ich einfach irgendeinen reingemacht. Der kann jetzt eigentlich wieder weg. So. Auf den Tausch. Ja, den brauche ich eigentlich nicht. So. Das war's mit Maicon. So, und jetzt wird das Geld schon langsam wieder ein bisschen knapper, wie ihr seht. Aber es wird, glaube ich, schon hinkommen mit dem, was ich vorhab. So, Zentralmittelfeld war nichts mehr soweit. Ansonsten hatte ich jetzt hier noch 2 Stürmerchen. Einmal so. Wayne Rooney. Auch 150... Oh, 132.000. Ja. Na, jetzt dachte ich schon, aber es ist Welbeck. 37, 40, 115.000. Oh, in meiner Formation sogar. Da muss ich gleich zuschlagen. Den hole ich mir. Auf jeden Fall. Ach, Welbeck. Ach, Mann. Ich dachte schon. So, der 115.000er, der war relativ gut, glaube ich, hier. In meiner Formation sogar. Ja, komm, gleich zugeschlagen. Ich habe mir schon alles gut überlegt, also... Ist schon richtig, was ich hier mache. Wayne Rooney, zuweisen. Also, hier machen wir den großen Einkauf. In die aktive Mannschaft. Für irgendeinen Stürmer hier Welbeck. Auf den Tauschstapel. So, dann. Ich hoffe, ich vergesse gerade nicht irgendwas. Manchester City. Und Argentinien. Nicht. Ach, scheiße. Naja. Aguero will ich natürlich nicht. TVS, den habe ich ja schon. Der ist schon relativ gut. Schießen ist zwar ein bisschen schlechter, aber Tempo ist gut und so. Aguero ist auf jeden Fall. Wie kann ich die denn noch filtern? Ich weiß es nicht. Vielleicht Mindestpreis, ne? Ja, Mindestpreis 50.000. Wenn ich da noch ein bisschen hochgehe, dann wird TVS. Dann wird TVS rausfallen. So. Ach, mein Lieblingslied läuft gerade im Hintergrund. Ach, ist das schön. So. Keine Auktion. Was?
Ach so, Höchstpreis. So. Komm, gehen wir ein bisschen runter, falls es ein Schnäppchen gibt für Aguero. So. Aber ich glaube eh nicht. So. 135.000. Irgendwas Billigeres als 135. Die Formation gucke ich jetzt erstmal überhaupt nicht. Sollte man eigentlich auch nicht machen. 119. Ja, wunderbar. Ach, jetzt leckt es gerade ein bisschen. Mensch, fängt es schon wieder an zu lecken. Ist ja unglaublich. 119 hatte ich gerade einen. Oh Gott, warum leckt es denn jetzt so? Wir sind doch nicht mehr im Spiel, Leute. Ach komm, ist doch blöd. Hör auf zu lecken, bitte. Ach Mann, dann starte ich jetzt Traps nochmal ganz kurz neu. Bis gleich. Wieso hat es denn jetzt schon so früh angefangen zu lecken, bitte? So, aber es scheint wieder zu gehen. Es scheint so. Ah, jetzt geht's schon wieder runter. Ey, das ist so nervig mit diesem Längen immer. Ich muss euch das zeigen. Aber ich habe Angst, dass ich mich jetzt hier vergreife, weil es so leckt. Wo ist denn jetzt der 119er hin? Den hole ich mir auf jeden Fall. Hier. 442, egal. So, komm. Ah, scheiße, das ist TVS. Oh, jetzt hätte ich... Oh, Leute. Da deswegen 119, weil es TVS ist. Jetzt hätte ich mich fast vergriffen. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Ah, Leute. Das wäre geil gewesen. Wieso ist denn TVS? Oh, ich dachte, der wäre weg. Ich habe jetzt überhaupt nicht mehr auf den Spieler geachtet. Ja, dann ist natürlich doch nicht hier Schnäppchen und so. So, die sind aber alle Agüeros, ja. Ah. Oh. Hätte ich jetzt TVS gekauft für 119.000, ich wäre ausgerastet. Das machen die Leute extra. Bestimmt machen die es extra. Die hoffen genau, dass Leute sich bei diesem Filter hier vergreifen, wenn die Aguero kaufen wollen. So, hier haben wir einen für 150. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ich hier rumsuche, aber ich mache es einfach, weil es gehört dazu. Aguero, 140.000. So, 140. Das ist TVS. Die sind aber auch so ähnlich. 139, Aguero. Soll ich jetzt weiter gucken, oder soll ich den nehmen, den 139er? Ich fürchte, viel billiger wird es eh nicht werden. Komm, ich nehme jetzt den 139er. So, und jetzt nochmal genau gucken. Aguero, leider falsche Formation, egal. Nehmen wir. Ja, bitte. So, und das müsste es jetzt eigentlich schon gewesen sein, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Aguero. In die aktive Mannschaft. Also, solange es noch funktioniert, werde ich es hier weitermachen. So, welcher Stürmer kommt raus? Komm, Darren Bent, den brauche ich nicht mehr. Auf den Tauschstapel. Loris überboten. Scheiße, 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 scheiße. Schnell, 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 schnell. Ich mach's mal kurz. Ah, soll ich jetzt die Aufnahme ausmachen? Weil das ist blöd mit dem Laggen. Hoffentlich sind jetzt nicht nur noch ein paar Sekunden. Abgelaufen! Scheiße! Ich war nicht schnell genug. Ach, Mist. Okay, dann hole ich mir jetzt nochmal offscreen, Loris, weil das mit dem Laggen nervt ein bisschen. Wir sehen uns dann gleich wieder zum Pack-Opening und zur Mannschaftsbildung. Okay, jetzt mache ich vielleicht echt mal eine kleine Pause oder so, damit es dann aufhört zu laggen. Also, bis nachher. Oder bis gleich. Funktioniert das jetzt wieder? Ja, es scheint zu funktionieren. Gut. Wenn es wieder anfängt zu laggen, machen wir wieder einen Schnitt. So, also, ich habe jetzt hier ein paar Dinger eingekauft, ein paar Karten. Und Loris habe ich mir für 90.000 geholt. Also, es war jetzt nicht so ein großer Rückschritt. Und jetzt packe ich auf die Spieler die richtige Formation. Aga hat... Ach so, Aga hat noch keine. Okay, dann bekommt Aga eine. Ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, habe ich drei gebraucht. Hier sind erstmal zwei und die dritte habe ich schon in Verbrauchsobjekten, weil hier habe ich durch Bieten gewonnen. Und dann habe ich sofort gekauft. Anwenden. Außerdem ist mein Verbrauchsobjektestapel voll. Da ist so viel Mist drauf. Aber ich will das eigentlich irgendwie nicht verkaufen. Weil ich immer der Meinung bin, irgendwann könnte ich das vielleicht noch brauchen. So, Aguero. Bitteschön. So. Du kommst weg. So. Und Mannschaft. Ja, jetzt kommen wir auch schon zur Mannschaftsbildung. Zwei seltene Spiele habe ich. Das ist auch sehr schön. Und jetzt habe ich eben noch relativ viel Geld. Und das will ich auch behalten. So.
Was wollte ich jetzt machen? Genau. Wo haben wir's? Wo haben wir denn? Irgendeiner braucht noch. In der Startelf wahrscheinlich. Hä? Hab doch eben gezählt. Ach, Loris, genau. Verbrauchsobjekt anwenden. Jetzt schaut euch an, was ich hier alles drin habe. Okay, Verträge erstmal. So viel. Moralkarten ganz viel. Hier, Fitnesskarten habe ich mir ein paar Fort gekauft. Und viel zu viele Verletzungskarten. Früher haben sich meine Spieler mal so verletzt, weil ich nicht so auf die Fitness geachtet habe. Jetzt aber kaum noch. Also Heilungskarten. Und jetzt bin ich irgendwie zu weit gegangen. Ich bin zu weit gegangen. Das geht so nicht. So. Und hatte ich noch eine irgendwo? Wo habe ich die denn? Habe ich die nicht mehr? Doch, die müssen. Hä? Ich hatte doch mal so eine Karte. Alle Attribute plus 10. Die hatte ich dreimal, die Karte. Wo ist die denn? Ah, nee, doch nicht. Wo ist die? Die hatte ich mal. Hier, drei Karten, die habe ich mal gezogen in Packs. Die gibt's nicht mehr. Sag mal, verarschen oder so? Hier. Alle Attribute plus 10. Hatte ich dreimal. Ist ja blöd. Naja. Gut, was wollte ich jetzt? Hier. Bitteschön. So, und jetzt machen wir die Mannschaft. Also, Loris kommt für Hart rein. Aguero für Tevez und... Rooney für Balotelli. Balotelli. Suarez lasse ich erstmal drin. Der ist ja schon relativ gut. Und Maicon für Walker. War's das denn? Ja, das war's. Sehr schön. Es gibt noch Evra in Form, aber der ist mir irgendwie zu teuer für das, was er bringt. Ansonsten, das ist erstmal mein neues Team. Und da bin ich sehr stolz drauf. Moral könnte ich ja mal hier. Das fängt gerade wieder an zu laggen. Naja, hat ein bisschen durchgehalten, immerhin. Komm, das Moral machen wir jetzt noch schnell unter laggen. Lohnt sich das denn für die ganze Mannschaft? Ja, eigentlich schon, ne? Komm, nehmen wir eine Mannschaftskarte. Kader. Ja, jetzt seht ihr wahrscheinlich gerade gar nichts. Ich sehe auch... Da ist es doch wieder! Da sind die wieder! Die waren eben einfach nicht da! Die waren weg! Das habe ich auch noch nie gesehen. Naja... So, Moral wollte ich. Dann das Pack-Opening schneide ich dann noch in dieses Video rein, aber das muss ich dann irgendwann später machen. So, Kader, riesig Moral, sehr schön. Weil, ist doch blöd so. Ich hätte auch Mittel nehmen können, das hätte vielleicht gereicht. So, ansonsten, Verträge sind... Oh, Loris 90. Aga und Wiltshire, alter Schwede. Sehr schön. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. So, und jetzt habe ich außer Haitinga nur noch seltene Spieler im Kader. Ist doch auch schön. So, dann mache ich jetzt nochmal einen kleinen Schnitt, weil es ja wieder angefangen hat zu laggen. Und dann machen wir ein Pack-Opening, ein kleines. Ich weiß gar nicht, was es überhaupt für Special-Sets gibt. Das sehen wir alles gleich. Bis da, bis dann, bis gleich. Egal, bis jetzt. So, da bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt mal versucht, das Spiel neu zu starten. Ich beeile mich ein bisschen, weil ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauern wird, bis es wieder anfängt zu laggen. Hier nochmal der Blick auf mein neues, schönes Team. Und ich weiß jetzt nicht, ob es gut war, was ich gemacht habe. Ich denke mal, weil ich habe mir da alles gut zurecht gedacht. Habe überlegt, was mache ich. Wenn irgendein Spieler total schlecht ist oder enttäuscht, dann kann ich ihn auch wieder verkaufen. So ist es ja nicht. Ich habe die alle für... das Billigste bekommen, was ich haben konnte, außer jetzt Loris, aber war trotzdem sehr billig. Und ich würde sagen, wir machen erstmal hier so ein Set auf. 12 Objekte überwiegend Gold, alle selten. Mal gucken, was sich jetzt daraus ergeben wird. 25.000 Münzen. Lopez. Okay, ein Spieler, kenne ich nicht. Ah. Ach, Lisandro Lopez ist das, okay. Ja, 83, sehr schön. Alle seltenen Objekte. Gut, ein Verbrauchsobjekt habe ich jetzt ein bisschen viele bekommen. Ansonsten, na, es leckt leicht, ne? Freischalten. Oh, das ist ja super. Ein Gratis-Gold-Set. Meine Fresse. Ja, das machen wir auch gleich noch auf. Gratis-Set einlösen. Heute ist dein Glückstag, ja. Stand da gerade. Und noch eine Alle-Attribute-Karte. Verletzungskarte kann ich gleich auf dem Tauschstapel machen. Der allerdings auch gerade ziemlich voll ist. Wisst ihr was? Ich mache das so. Alles, was ich jetzt mitmache und so, das schneide ich raus. Javinho habe ich noch gezogen. Cool. Ja, die sind, glaube ich, ganz gut beide hier.
Ich schneide es raus, weil das müsst ihr nicht alles sehen. Ihr könnt euch denken, die drei kommen auf den Tauschstapel. Und ich muss halt auch noch gucken, wie viel die wert sind und so. Das dauert alles ein bisschen. Die packe ich in meinen Verbrauchsobjektestapel. Beziehungsweise, nee, die wende ich gleich auf die Spiele an, die jetzt wenige Partien haben. Das wende ich auch gleich an auf Ferguson. Das verkaufe ich. Das kommt in Verbrauchsobjekte und die beiden, die schmeiße ich weg. Okay? Und dann müsst ihr das nicht alles sehen. Das dauert vielleicht ein bisschen zu lange. Bis gleich. So, nächstes Set. Dann machen wir mal das auf, was wir eben gewonnen haben. Jefferson. Aber nicht verfahren, oder? Nee. Hier, so einer von... das Wappen kenne ich nicht. Das ist ein bisschen sehr unbekannt. So, Vertragskarte. Ja, hier war halt nur eine seltene Karte drin, ne? Weil es ein normales Set war. Aber egal. Gut. Das habe ich bekommen. Ist zufällig 4312. Nee, schade. So, also wieder bis gleich. So, das Problem ist, wenn ich jetzt noch ein Set ziehe, dann, also meine Stapel sind alle voll, aber es ist mir egal. Also ich, soll ich nochmal so eins? Nee, jetzt machen wir mal so eins hier. Premium Gold Jumbo. 7 seltene Karten. Und 5 noch verbleibend. Danach machen wir nochmal ein Special Set Promo hier. Da habe ich eh nur noch eins verbleibend. Und dann war es das erstmal mit dem Pack Opening. So, FIFA Points nicht. Münzen. Gold Set. Joao Moutinho, den kenne ich. Und der ist, glaube ich, ganz gut. Betonung liegt auf, glaube ich, und 1000 Gradesmünzen habe ich gerade gesehen. Ja, 84 ist auf jeden Fall gut. Gesamtwert, relativ bekannter Spieler, denke ich mal, von Porto. Oh Gott, die ganzen Verträge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mache ich denn damit alles? Alles ein Verein, wa? Schnellverkauf. Nicht blöd. Objekt einlösen. So. Fangen wir mal rechts an. Ach, die kauft eh keiner. Komm, Schnellverkauf. Ach so, ich wollte es ja euch nicht zeigen, ne? Egal, machen wir schon. Wer es nicht sehen will, bis es anfängt zu längen wieder. Wer es nicht sehen will, schaltet eben weg. So. Earthquakes. So, Kopfball, Ballsicherheit, bla bla bla. Die Fitnesskarte kommt auf jeden Fall rein. Da müssen wir mal gucken, was wir dafür aussortieren. Wahrscheinlich hier diese Heilungskarten. Tauschstapel ist auch voll. Das heißt, die kommen jetzt hier alle in den Verein rein. Erstmal, das mache ich dann alles später mit Verkaufen. Wenn ich mal Zeit habe, verkaufe ich das alles hier, wenn mein Tauschstapel mal wieder ein bisschen leerer ist. So, hier kommen Martin O'Neill. Den kenne ich. Der ist bei nicht Aston Villa, sondern Stoke City. Nee, auch nicht Stoke City. Den kenne ich auf jeden Fall, den Trainer. Tottenham auch nicht. Southampton. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Southampton vielleicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kenne ich ihn. So. Schnellverkauf. Braucht niemand. Ersten Schnellverkauf. Vertrag anwenden. So, und jetzt Überraschung. Alter Schwede, haben die alle viel Verträge. Ja, also Vertragsprobleme werde ich auf jeden Fall nie wieder haben. Wahrscheinlich. Alter, ich kann es immer noch nicht fassen eigentlich, was ich für ein Glück hatte, Ribéry zu ziehen. Das ist einfach unglaublich. Packen wir erstmal die Großen irgendwo rauf. Ist vielleicht eine relativ lange Folge. Aber, ich meine... Wer Ribéry zieht, der darf auch lange Folgen machen, oder? So. Ja, Touré hat am wenigsten. Dann kriegt der die. Dann packe ich... Ah, nee. Da hatte noch einer, glaube ich, weniger. Na, ja, dafür kriegt er jetzt hier so eine. Hier 49, Evra. Und dann kriegt noch Suarez eine. Ja, ich mache das jetzt so lange weiter, bis alle bei 99 sind. Dann weiß ich nicht, was ich mit den ganzen Vertragskarten mache. Naja, ein Pack wollten wir auf jeden Fall noch ziehen. Ach komm, Fitness, alles, ist doch egal. Ist doch egal eigentlich. Ballsicherheit. Da kann ich ja mal kurz gucken hier, was ich wegschmeißen kann. 4x alle Attribute plus 10. Ja, komm. Schnellverkauf 60. Und noch eine. Das brauche ich nie im Leben. Ich habe damals einfach zu viel eingekauft, weil da waren ganz viele für relativ billig. Aber ich habe es wohl einfach übertrieben. So, dann kommen hier die beiden noch rein und die Fitnesskarten. Ja, wenn ein... Ich kann ja mal gucken, ob ein Spieler nicht richtig fit ist. Dann kann ich die mal anwenden. Dann ist es wenigstens nicht verschwendet. Hier, 92. Macht alles nicht viel aus, aber... Besser als wegschmeißen, ne? So. 93. Ja, Ramirez ist immer sehr verletzungsanfällig. Komm, dann kriegst du die. So, ein Set machen wir noch. Hier nochmal so eins. Selten Gold Promo.
bla bla bla. Da habe ich noch knappe 700.000. Bravo. Bravo, Applaus. Oh, ach so, ja. Sind ja alles seltene. Rakitic, den kennen wir ja von Schalke, war bei Schalke war. Oh, scheiße. Viermal so eine fetten Verträge. Na, noch sollte es gehen. Noch sollte es nicht über die, ihr wisst schon, 99 hinausgehen, weil ab da wird dann nicht mehr gezählt. So, dann machen wir das jetzt noch schnell und dann ist der Part auch zu Ende. Wer will, kann schon mal wegschalten. Dann sage ich danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und die, die das hier noch sehen wollen, bleiben eben dran. Gebt mir doch einen Daumen hoch für dieses unglaubliche Glück mit Ribéry. Müsst ihr aber nicht. Ist nur eine Option. Wisst ihr ja alles, was erzähle ich da eigentlich. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann nicht. Seid aber ehrlich. Hier vielleicht noch irgendjemand. Ne, Ersatzspielern gebe ich sowas eigentlich generell nicht. So. Ja. Vermalen. Nee, Suarez, komm. Suarez hat weniger. Heilung. Oh, was ist das denn hier? Crow. 15% Oberkörper halt, ne? Ach, der bringt 240 Münzen, ja. Komm. Für mehr hätte ich den nicht verkauft. So. Und die kommen in den Verein. Könnt ihr mal kurz vorbeigucken, ob auf dem Tauschtablon was verkauft wurde, aber das mache ich nicht. So, die sind alle bestimmt wieder so 400 wert oder so. Vielleicht 500, 600. Moral, Kader riesig, kann man eigentlich mal gut gebrauchen. Da schmeiße ich dann was anderes für weg und Mittelstürmer zu Stürmer ist natürlich ganz nützlich, aber die habe ich wahrscheinlich eh schon. Ich habe da so viele Karten von... Ah, Stürmer zu Mittelstürmer. Ja, pass auf, dann hier habe ich drei von, dann packe ich die eine weg. Pack dafür die anderen dann rein. Und was kann ich noch wegschmeißen? Ach, ich weiß, was ich mache. Das mache ich eigentlich oft. Hier, noch einen Vertrag anwenden. Ja, ich schmeiße mal am liebsten so wenig weg wie möglich. Ist ja auch, denke ich, normal. So, Maicon kriegt noch eine. So, ja, dann sind alle über 70. Also schon richtige Senioren, vertragsmäßig. So. Tauschstapel. Ach, verkauft Objekte. Kann man jetzt hier eigentlich gleich entfernen? Ne, kann man nicht. Das kann man nur... Ne, okay. Egal, egal, egal. So. Rein mit dir und weg mit dir. Ja, das war's dann. Dieses Set ist nicht mehr verfügbar. Ich habe jetzt leider keinen Team of the Year Stürmer gezogen. Wäre auch zu schön gewesen. Dann hättet ihr mich, glaube ich, alle gehasst. Vielleicht tun es einige jetzt schon. So, haben wir wieder einen Platz auf dem Tauschstapel. Aber egal, das mache ich dann alles ein anderes Mal. Nein, ich mache es jetzt. Während ich dann so... Danke fürs Zuhauen. Ja, ich sag dann danke fürs Zuhauen. Bis zum nächsten Mal. Und... ciao, ciao. Na, nicht ciao, ciao. Warte, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Hä? War das nicht... Ach so, Betis Sevilla. FC Sevilla will ich haben. Ja. So, dann mache ich das doch noch ganz schnell. Umso länger das Video, desto besser, oder? Rakitic. Oh, den gibt es sogar in Form. Ja. Machen wir 650, 700. Ach komm, ich will den loswerden. Und wegen 50 werde ich auch nicht geizen. So. Machen wir. Wie spät haben wir es? Ja, 6 Stunden, komm. Alles klar. Dann jetzt wirklich danke fürs Zuhauen. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal ich das jetzt schon sage. Und bis zum nächsten Mal. Und ja, demnächst werde ich auf jeden Fall ein Spiel mit dieser neuen Mannschaft machen. Seid gespannt. Ciao, ciao.